Ja, und wen haben wir denn da? Über 100 Meter Rücken. Tatsächlich, sie startet Silke Lippock, denn auch hier geht es darum, sich die Plätze zu sichern für die Lagenstaffel 4x100 Meter. Da werden ja alle Disziplinen besetzt. Rücken, Brust, Schmetterling und Freistil und Silke Lippock, die über die lange Strecke kommt. Die will es hier versuchen, über 100 Meter Rücken. Sie hat viel, viel mehr trainiert als früher, 20% mehr. Jenny Mensing ist sicherlich die Top-Favoritin auf dieser Distanz, auch 100 Meter Rücken. Auch sie hat ihr Ticket schon. Das gibt einer Athletin die nötige Entspannung. Gestern zweimal deutscher Rekord über die lange Rückenstrecke, also 4 Bahnen, 200 Meter. Und wir haben neue Gesichter, sagen wir so, auch wenn sie natürlich schon in der deutschen Schwimmszene bestens bekannt ist, von der SSG Leipzig, Lisa Graf, wie Silke Lippock, gerade das Abi hinter sich gebracht, die schriftlichen Abi-Prüfungen hinter sich. Ganz neuer Anzug. Sie genießt das Privileg eines Anzugsponsors, ist auch nicht so unwichtig. Auch einer dieser Anzüge der Nach-Hightech-Phase kostet um die 400 Euro. Aus Schkeuditz stammend Lisa Graf, aber wir achten vor allem auf die Bahnen daneben. Bahn 4 Jenny Mensing, Bahn 3 Silke Lippock. Ja, und wie sind denn, gibt es natürlich eine Olympianorm, die liegt bei 1 Minute 0,05. Gute Tauchphase da von Jenny Mensing und auch auf der Bahn 3 von Silke Lippock, haben die gut gemacht. Jenny Mensing, die Powerfrau, zweimal deutscher Rekord gestern über 200 Meter Rücken auf dieser Strecke, die so anstrengend ist. Mal sehen, was das bei ihr so an Kraft gekostet hat. Ist vorne da an der Wende, 29,48. Muss sie jetzt ein bisschen Gas geben, wenn sie die Olympianorm knacken will. Die liegt bei 1 Minute und 5 Hundertsteln. Aber gut, bei der Wende da ist sie rumgekommen, hat sich da gleich fast eine Länge abgesetzt von der Konkurrenz. Und jetzt kommt ihre Stärke. Hinten raus setzt sie sich ab, ganz gleichmäßig. Mit jedem Armzug wird der Vorsprung größer. Klasse Vorstellung da von ihr. Sie sehen es, ON 10005 und unter einer Minute geblieben. Persönliche Bestzeit für Jenny Mensing. Klasse gemacht von ihr. 59,85. Das sind ja nur 800stel über dem deutschen Rekord. Zweite Silke Lippock, aber schon 2 Sekunden zurück. Und du hast es gesagt, Alex, ganz entscheidend. Die Wende, wie sie sich da abgesetzt hat von den Konkurrentinnen, das war einfach auf dieser Strecke ein Klassenunterschied. Eine Demonstration ihres Könnens. Eine Spezialistin, Jenny Mensing, neben einer Weltklasse-Schwimmerin über 200 Freistil, neben Silke Lippock, aber eben nicht, noch nicht, wer weiß es, auf der Rückenstrecke. Da sehen wir, wie Silke Lippock arbeiten muss, um überhaupt anzukommen hier. Das war eine Vorführung. Jenny Mensing auf den Punkt in Topform. Das war ein super Timing. Gestern schon über 200 Rücken. Heute hat sie nachgelegt. Sie hat sehr viel verändert, Jenny Mensing. Sie arbeitet noch professioneller. Sie hat die Ernährung umgestellt. Mit Trainer Oliver Grossmann am Gefühl gearbeitet. Ganz tolle Leistung. Ja, und damit ist sie unter den Top 8 in der Welt auf dieser Strecke. Im Moment in der aktuellen Weltrangliste.